meine Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid heute bei der vorletzten Folge der ersten Staffel von Luzi bereist. Heute macht sich Luzi nämlich nach Asien auf. Und zwar in einen sehr abgeschotteten Teil davon. Und zwar nach Bhutan. Wie? Bhutan kennt ihr nicht? Macht nichts, kenne ich auch nicht. Ja, dann können wir ja heute ganz viel Neues von unserem Luzi erfahren. Hallo Luzi! Siehst und hörst du mich? Ja, natürlich. Wie sollte es denn sonst auch anders sein, ne? Die Live-Schaltung funktioniert mal wieder wunderbar. Hallo meine Freunde, hallo lieber Jack. Ja, das hinter mir, das ist die Flagge von Drukyul, oder besser bekannt als die Flagge vom Königreich Bhutan. Drukyul ist übrigens der Originalname von Bhutan. Ja, fangen wir also an. Der Wahlspruch heißt übersetzt eine Nation, ein Volk. Die Amtssprache ist Dzongka. Die Hauptstadt ist Thimphu. Die Staatsform ist die einer Erbmonarchie und das Regierungssystem ist eine konstitutionelle Monarchie. Das Staatsoberhaupt ist der König oder die Königin. Der Regierungschef ist der Ministerpräsident bzw. die Ministerpräsidentin und die Fläche beträgt 38.394 Quadratkilometer. Also wirklich schon sehr, sehr klein. Die Einwohnerzahl liegt dabei 750.125. Sprich, hier kennt wirklich jeder jeden. Bhutan oder Drukyul oder Druyü heißt übersetzt Land des Drachens. Deshalb haben die auf ihrer Flagge auch diesen wunderschönen Drachen. Es ist ein Binnenstaat in Südasien. Die Bevölkerungsdichte ist da 19 Einwohner pro Quadratkilometer. Trotz der Abgeschottenheit ist die Bevölkerungsentwicklung allerdings im Plus. Und zwar plus 1,09%. Bhutan hat als eines der wenigen Länder zwei Währungen. Einmal den Ngultrum, in Klammern also den BTN, und die indische Rupie, also die INR. Warum die indische Rupie? Ganz einfach. Bhutan grenzt an Indien, aber auch an China. Die Unabhängigkeit ist seit dem 8. August 1949. Vorher gehörte Bhutan zu Indien, mittlerweile ist es eigen. Eine eigene Nationalhymne haben die auch und der Nationalfeiertag ist bei denen der 17. Dezember. Und die wenigen, die ein Telefon haben, die haben da, für die dies interessiert, die Telefonvorwahl 975. Es gibt auch Internetseiten, da ist dann statt .de oder .com .bt. Von Westen nach Osten betrachtet grenzt Bhutan an Indien. Im Norden an Tibet. Oder wenn man es ganz krass sieht, an China, denn Tibet gehört ja zu China. Die Oberflächengestalt Bhutans ist vom Himalaya geprägt. Über 80% des Landes liegen in über 2000 Meter Höhe. Da muss er also ganz schön schwindelfrei sein. Das Land hat mit 38.394 Quadratkilometer etwa die Größe der Schweiz. Mehr als zwei Drittel des Königreiches Bhutan sind bewaldet. Das Land gliedert sich in drei Landschaften. Im Süden an der indischen Grenze verläuft die Ebene von Duar,
eine schmale Niederung, die zu den Ausläufern des Ganges Brahmaputra-Tieflandes gehört. Nördlich davon steigt das Land steil an. Die 2000 bis 3000 Meter hohen Berge des Vorderhimalaya sind das Hauptsiedlungsgebiet. An der Grenze zu Tibet liegt die Hochgebirgsregion Lunana. Schöner Name. Höchster Berg des Landes ist der 7570 Meter hohe Gangkha Puensum. Es ist der weltweit höchste Berg, der noch nie von einem Menschen bestiegen wurde. Der zweithöchste Berg ist der Kula Kangri. Das Klima Bhutans ist in den einzelnen Landesteilen sehr unterschiedlich. Während im Süden subtropisches bis tropisches Klima vorherrscht, verfügen die Täler Zentralbhutans über ein gemäßigtes Klima mit kühlen Wintern und heißen Sommern. Im Gebirge sind die Winter extrem streng und die Sommer kühl. Besonders in den südlichen Gebieten des Landes kommt es während der Regenzeit häufig zu Überschwemmungen. In seiner Verfassung hat Bhutan den Umweltschutz festgeschrieben. Super! Bereits vor dem gesetzlichen Schutz waren alle wirtschaftlichen Unternehmungen dem Umweltschutz untergeordnet. Bhutan verfügt über einen einmaligen Naturreichtum und bereits in den Schulen wird den Kindern die Wichtigkeit des Umweltschutzes vermittelt. Wegen der relativ geringen Bevölkerungsdichte und der zerklüfteten Berglandschaft wird im Vergleich zu anderen Ländern der Region nur ein kleiner Teil der Fläche für die Landwirtschaft genutzt. Die Wälder werden ökologisch nachhaltig genutzt. Brandrodung ist bei Strafe verboten. Als Nationalparks und Tierreservate sind 26% des Landes geschützt. Die zum großen Teil unberührten Wälder Bhutans beherbergen eine große Zahl geschützter und seltener Tier- und Pflanzenarten. So wurden beispielsweise Tiger in Bhutan in einer Höhenlage von über 4000 Meter gesichtet. Die Tigerpopulation wurde im Jahr 2015 auf etwa 100 Exemplare geschätzt. Auch der Leopard, der Schneeleopard, der Nebelparder und eine Bärenart leben als weitere Fleischfresser in der Region. Muss man also immer schön die Augen aufhalten. Der Serau, das Moschustier, das Blauschaf, Hirscharten und Warananarten sind die wichtigsten Beutetiere der Raubtiere. Auch einige Herden des asiatischen Elefanten sind in den Wäldern Bhutans zu finden. Da jede Klimazone über eine eigene Flora und Fauna verfügt, findet man in Bhutan auf kleinstem Raum eine enorme Artenvielfalt, da die verschiedenen Höhenstufen unterschiedliche Artenspektren aufweisen. Die Herpetofauna, das heißt also, da leben Amphibien und Reptilien, ist ebenso vielfältig. Himalaya-Salamander finden sich ebenso wie die Königskobra. Auch den Goldlangur, das ist übrigens eine Affenrasse, und den Gaur, das ist übrigens das größte Wildrind der Erde, sind hier zu finden. Auch Nashornvögel, ja, die heißen wirklich so. Und die vom Aussterben bedrohten kleinen Panda haben auch in Bhutan ein Zuhause. Der grenzüberschreitende Royal Manas Nationalpark liegt teilweise in Indien. In ihm gibt es noch eine stabile Population des Panzernashorns.
Die Bevölkerung Bhutans setzt sich aus drei Gruppen zusammen. Den im westlichen Hochland lebenden, im Mittelalter aus Tibet eingewanderten Engalongs, einer Schicht, der auch das Königshaus angehört, und den im östlichen Bergland lebenden ethnisch den Bergstämmen Nordostindiens nahestehenden Saihobs, wobei beide Gruppen durch ihre Zugehörigkeit zum Buddhismus verbunden sind, sowie als dritte Gruppe den im Tiefland an der indischen Grenze überwiegend Südbhutanern, also genau genommen nepalesische Bhutaner oder Lhotshampas. Etwa 3/4 der Bevölkerung gehören zum tibetischen Völkerkreis. Die Lebenserwartung liegt im Durchschnitt bei etwa 67,88 Jahren. Die Nepalesen hatten sich bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts im Süden Bhutans angesiedelt, und zwar zunächst mit Einwilligung der Regierung, die auf zusätzliche Arbeitskräfte angewiesen war. Im Jahre 1958 wurden die Grenzen geschlossen. Ein Staatsbürgerschaftsgesetz aus demselben Jahr eröffnete den in Südbhutan ständig lebenden ethnischen Nepalesen die Möglichkeit, formelle Staatsbürgerschaft in Bhutan zu erwerben. Auch nach 1958 sind gleichwohl weitere Nepalesen in den Süden Bhutans eingewandert. Der Bevölkerungszufluss, insbesondere aus dem dicht besiedelten Nepal, aber auch aus Indien, war nicht zu kontrollieren. Eine Volkszählung im Jahr 1980 ergab ein Anwachsen des nepalesischen Bevölkerungsanteils auf über 50%. Dies löste in der herrschenden Schicht Bhutans die Befürchtung aus, dass die traditionelle tibeto-buddhistische Kultur des Landes überfremdet und die Monarchie durch eine von der nepalesischen Bevölkerungsgruppe getragene Demokratie gefährdet werde. Im Jahre 1985 wurde ein neues Staatsbürgerschaftsgesetz erlassen, das die Anerkennung als bhutanische Staatsangehörige vom erneuten Nachweis des ständigen Wohnsitzes vor dem 31. Dezember 1958 abhängig machte. Auch materiell rechtlich nahm das Gesetz von 1985 einen rückwirkenden belastenden Eingriff in die Staatsbürgerstellung vor. Dadurch wurde eine große Anzahl der nepalesischen Volkszugehörigen in plötzliche Beweisnot gebracht. Für sie bestand die Gefahr, zu Ausländern und illegalen Einwanderern erklärt zu werden. In der folgenden Zeit kam es zu erheblichen Unruhen in Südbhutan, denen die Regierung mit einem verstärkten Einsatz von Armee und Polizei begegnete. Seit Mitte 1991 begann eine Kampagne der Einschüchterung und Vertreibung, entweder mit der Behauptung fehlender oder nicht nachweisbarer Staatsangehörigkeit oder unter Abnötigung freiwilliger Auswanderungserklärungen. Eine große Anzahl der nepalesischen Volkszugehörigen, insgesamt etwa 100.000, flüchteten nach Nepal, wo sie in Flüchtlingslager leben. Die im Exil lebenden Bhutaner nepalesischer Volkszugehörigkeit gründeten 1990 die Bhutan People's Party, die BPP, die die Interessen der Südbhutaner vertritt. Auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung in Südbhutan in den Jahren 1990 bis 1992 wurde Mitgliedern und Sympathisanten der BPP ein sogenanntes NOC, also No Objection Certificate, das für den Zugang zu Schulen, höherer Bildung und Berufen
des öffentlichen Dienstes erforderlich ist, verweigert. Im Februar 1992 wurde diese Praxis wieder aufgegeben. 35% der Bevölkerung leben in Städten. Über 60% der Einwohner leben von der Landwirtschaft. Die größten Städte sind Thimphu mit 79.185 Einwohner, Phuen Chaoling mit 20.537 Einwohnern, Gelufu mit 9.199 Einwohnern und Wangdui mit 6.714 Einwohnern. Die Staatsreligion, der etwa 72% der Bevölkerung anhängen, ist die tantrische Form des Mahayana-Buddhismus, verteilt auf die Drukpa Kagyu und die Nyingma. Bhutan ist das einzige Land, das den Mahayana-Buddhismus als Staatsreligion praktiziert. Es handelt sich um eine Form, die auch dem Tibetischen nahesteht. Daneben hat sich vor allem durch indische und nepalesische Immigranten auch der Hinduismus zu 27% in Bhutan etabliert. Es gibt ferner auch Minderheiten von Muslimen, die sind auf 1%, und Christen in Bhutan mitsamt der katholischen Gemeinde Bhutans. Da gibt es auch nicht großartig viel mehr. Der Bau der Klosterburgen, also der sogenannten Tsongs, in Bhutan diente der militärischen Verteidigung gegen den rivalisierenden Gelugpa-Klosterorden, der wiederholt versuchte, seinen machtpolitischen Einfluss auf Bhutan auszudehnen. Unter König Jigme Dorje Wangchuck verloren die Drukpa-Klöster ihren Grundbesitz, den die Regierung an landlose Bauern verteilte. Super! Finanzielle Zuwendungen aus dem Staatshaushalt stellen die Existenz der Klöster sicher. In der Nationalversammlung sind ferner 15 Sitze für Vertreter des Klerus reserviert, die von einem buddhistischen Gremium bestimmt werden. Das spirituelle Oberhaupt des Drukpa-Klosterordens ist der Jekenpo. Er genießt neben dem König eine hohe Stellung im politischen System Bhutans. Neben den Drukpa sind auch die Nyingma-Tradition nach Pema Lingpa und die Drinkung Kagyu-Schule in Bhutan vertreten. Die Königsfamilie von Bhutan stammt von Pema Lingpa ab. Über die Geschichte der ursprünglichen Bewohner des Landes, die Tepu, liegen keine schriftlichen Aufzeichnungen vor. Belegt ist, dass im 8. Jahrhundert nach Christi indische Missionare den Buddhismus in das damals hinduistische Feudalfürstentum brachten, das im folgenden Jahrhundert unter tibetische Herrschaft geriet. Die indisch-hinduistischen Einflüsse wurden gewaltsam beseitigt und der Buddhismus in Gestalt des tibetischen Lamaismus im 12. Jahrhundert zur Staatsreligion erklärt. Damals entstanden viele Klöster, die zu Stützen der feudalen Gesellschaft wurden. Aus der Mischung von Tepu und Tibetern entwickelte sich das Volk der Bhotiya. Shabdrung Ngawang Namgyel, der nach Bhutan flüchten musste, da seine Anerkennung als Wiedergeburt des Pema Kapo, Padmat Kapo,
vor dem Zhangdesi abgelehnt wurde, gelang während seiner Herrschaft ab 1616 die Einigung der bis dahin unabhängigen Fürstentümer des Landes zu einem theokratischen Reich. Der in Tibet geborene religiöse Würdenträger wird als der Gründer des Staates und als Stifter bhutanischer Identität angesehen. Mit seinen kulturellen Errungenschaften, er gliederte alle Regionen des Landes in ein schriftlich verwaltetes Reich, legte er den Grundstein zur heutigen bhutanischen Gesellschaft. Der Staat erhielt den bis heute gültigen Namen Drukyul, also Land des Drachen oder Land der Drachen. Nach seinem Tod 1651 geriet das Land in Anarchie, wehrte sich jedoch erfolgreich 1710 und 1730 gegen Angriffe durch die verbundenen tibetisch-mongolischen Truppen. Yippie! Die Staatsgewalt wurde formell zwischen einem geistlichen Oberhaupt und einem weltlichen Oberhaupt geteilt. Praktisch lag sie aber in den Händen der Priester, also der Lamas. Hat aber nichts mit dem Tier Lama zu tun, was spucken kann. Das heißt nur so ähnlich. Diese stellten die Statthalter, also die Penlop, die die Steuern und Abgaben von den Bauern eingetrieben und die Gerichtsbarkeit ausübten. Zwischen den feudalen Machtgruppen kam es immer wieder zu Kämpfen, in die sich von Tibet aus sowohl der Dalai Lama als auch der Panchen Lama einmischten. 1772 begann der fast 100-jährige Grenzkonflikt mit der britischen Ostindien-Kompanie. Nach der Eroberung Assams im Jahre 1826 erstrebte die britische Kolonialmacht die direkte Kontrolle der Grenzpässe und okkupierte 1864 und 1865, also den Vertrag von Sinhula, den Bezirk Devanagari und andere Gebiete Bhutans. Mit britischer Unterstützung riss 1895 der Staatshalter Ugyen Wangchuk die Herrschaft an sich. 1907 wurde er in Punaka zum König gewählt und führte die erbliche Maharaja-Würde ein. Es war die Wangchuk-Dynastie geboren. Im Vertrag von 1910 erkannte Großbritannien formell die Unabhängigkeit Bhutans an, behielt sich aber die Kontrolle der Außenpolitik vor. Am 8. August 1949 schloss Bhutan mit Indien einen Freundschaftsvertrag, super, demzufolge Indien die außenpolitischen Beziehungen Bhutans wahrnimmt und Wirtschaftshilfe, also Bau von Straßen und Kraftwerken, leistet. Ein indischer politischer Resident hatte seinen Sitz in Gangtok, genau genommen in Sikkim. Unter König Yigme Dorje Wangchuk wurden die Privilegien der Lamas eingeschränkt und Maßnahmen zum Abbau der feudalen Verhältnisse eingeleitet. Also die Abschaffung der Leibeigenschaft, Vorbereitung einer Landreform zur Beschränkung des Großgrundbesitzes auf 120 Hektar, Beginn staatlicher 5-Jahrespläne, Entwicklung des Bildungswesens und die Verleihung des Bürgerrechts an den nepalesischen Bevölkerungsteil. Am 21. September 1971 erlangte Bhutan die völkerrechtliche Anerkennung, Aufnahme in die Vereinten Nationen also, der de facto schon zuvor bestehenden
Eigenstaatlichkeit. Nach dem Tode Jigme Dorje Wangchuks 1972 wurde Kronprinz Jigme Singye Wangchuk zum neuen König ausgerufen. Seine offizielle Krönung erfolgte erst am 2. Juni 1974, also ein paar Jährchen später. 1981 erfolgte die Ausweisung tibetischer Flüchtlinge, die eine Annahme der bhutanischen Staatsbürgerschaft ablehnten. Überraschend dankte König Jigme Singye Wangchuk, der das Land seit der Unabhängigkeit autokratisch regiert hatte, jedoch schon am 14. Dezember 2006 im Alter von 51 Jahren zugunsten seines Sohnes Jigme Khesa Namgyel Wangchuk ab. Gründe für den ursprünglich erst für 2008 vorgesehenen Wechsel wurden nicht bekannt. In seiner ersten Ansprache erklärte der 26-jährige König, die demokratische Entwicklung des Landes voranbringen zu wollen. Die erste Auslandsreise des neuen Königs führte im Februar 2007 nach Indien, wo ein revidierter Freundschaftsvertrag abgeschlossen wurde, wodurch Bhutan nun außenpolitisch und rüstungswirtschaftlich voll souverän wurde. Am 6. November 2008 wurde Jigme Khesa Namgyel Wangchuk zum 5. Drachenkönig gekrönt. Zukünftig sollen alle Könige an ihrem 65. Geburtstag die Krone an den Thronfolger abgeben. Seit der Unterzeichnung der Verfassung durch den König am 18. Juli 2008 ist Bhutan auch formell eine konstitutionelle Monarchie. Das politische System Bhutans entspricht seit den Wahlen zum Oberhaus 2007 und Unterhaus 2008 erstmals westlichen Vorstellungen einer Demokratie. Besonders richtet sich Bhutan nach den Vorgaben des Westminster-Systems und folgt explizit dem Parlamentsmodell Großbritanniens. Daher gibt es in Bhutan ebenfalls ein Zweikammersystem, jedoch wird das Oberhaus als Nationalrat und das Unterhaus als Nationalversammlung bezeichnet. Die bhutanische Rechtsprechung basiert auf dem indischen und dem britischen Common Law. Bis 1999 war in Bhutan das Fernsehen verboten, laut eigenen offiziellen Aussagen, um damit die Verwässerung der eigenen Kultur zu verhindern. Da Bhutan seit dem 17. Dezember 2004 ein nikotinfreies Land werden soll, wurde der Handel mit Tabak ab diesem Datum mit hohen Geldstrafen, umgerechnet 175 Euro belegt, und das Rauchen auf öffentlichen Plätzen verboten. Begründet wurde die Maßnahme mit religiösen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Gründen. Das Rauchen von Tabak ist zwar im privaten Umfeld, also im eigenen Haus oder im Hotelzimmer, noch immer erlaubt, aber es gibt für das 1% Raucher in Bhutan nur noch wenige Möglichkeiten, legal Tabak zu bekommen. Für den Eigenverbrauch dürfen Tabakwaren in kleinen Mengen aus dem Ausland mitgebracht werden, auf die man allerdings einen Zollzuschlag von 100% zahlen muss. Mit Blick auf ein durchschnittliches Monatseinkommen von rund 9 Euro wird hiervon nur wenig Gebrauch gemacht und angesichts der hohen Geldstrafen wird auch nur selten gegen das neue Gesetz verstoßen. Die Beziehungen zur Volksrepublik China waren trotz einer ungeregelten Grenzziehung zwischen beiden Ländern relativ unbelastet. Die Grenze zu China wurde 1959 von Bhutan geschlossen. China baute jedoch Straßen auf Territorium, das von Bhutan beansprucht wird, was schon des Öfteren zu kleinen Spannungen geführt hat. Von China angebotene Entwicklungshilfe
wurde von Bhutan bislang aus Rücksicht auf Indien abgelehnt. Bhutan und China haben keine formellen diplomatischen Beziehungen, was sie aber nicht an einem regen diplomatischen Austausch hindert. Bhutan ist das einzige Mitgliedsland der Vereinten Nationen, das weder zur Volksrepublik noch zur Republik China, Taiwan, diplomatische Beziehungen unterhält. Bei UNO-Abstimmungen unterstützte Bhutan regelmäßig die Volksrepublik China, unter anderem die Wiederherstellung des Sitzes Chinas in der UNO 1971 oder Chinas Aufnahme in den Menschenrechtsausschuss. Das Land ist Gründungsmitglied der Südasiatischen Vereinigung für regionale Kooperation, also dem SAARC. Die Zusammenarbeit mit Österreich und der Schweiz ist unter allen Ländern Europas, die Entwicklungshilfe an Bhutan leisten, besonders hervorzuheben. Aufgrund des Einmarsches der chinesischen Volksbefreiungsarmee 1950 in Tibet entschloss sich das Land, eigene Streitkräfte aufzubauen. Bhutan ist auf die militärische Unterstützung Indiens angewiesen, so dass die Indian Air Force die Luftraumüberwachung für das Land übernimmt. Die Streitkräfte untergliedern sich in die Royal Bhutan Army, zu der die Royal Bodyguards, also Garde des Drukgyal Pos, und die Royal Bhutan Police, die dem Nangsi Lelengak Heimat- und Kulturministerium unterstehen. Des Weiteren wird gerade ein ergänzendes Milizsystem aufgebaut. Aufgrund der Binnenlage des Landes verfügt es über keine Marine. Die Royal Bhutan Army verfügt über 6000 Soldaten, von denen ca. 1000 bei den Royal Bodyguards ihren Dienst versehen. Die Royal Bodyguards gelten als der Eliteverband der Armee Bhutans. Die Royal Bhutan Police, also die königliche bhutanische Polizei, mit Hauptquartier in Thimphu, erfüllt nicht nur allgemeine Polizeiaufgaben, sondern ist auch für das Feuerwehr- und Gefängniswesen zuständig. Alle wirtschaftlichen Interessen des Landes werden dem Umwelt- und Naturschutz untergeordnet, weswegen das Land über eine Naturbelassenheit verfügt, die heutzutage relativ auf die Landesgröße gesehen nahezu unvergleichlich auf der Welt ist. In vielen Reiseführern steht die falsche Information, dass das Land die Zahl der Touristen beschränke, die einreisen dürfen. Es werden teilweise Zahlen von nur 5000 Touristen pro Jahr genannt. Die Realität sieht hingegen anders aus. Durch die vorher zu planende Reise beschränken eher ökonomische Faktoren die Anzahl der Touristen, beispielsweise für freie Hotelbetten oder erhältliche Flugtickets. Die Zahl der Touristen steigt jährlich. Laut Zahlen des Department for Tourism besuchten 2005 rund 13.600, 2006, als das erste private Hotel in Bhutan, das Tsiwaling, eröffnet wurde, rund 17.400, 2007 rund 21.100 und bis Oktober 08 etwa 21.700 Touristen das Land. Dies macht den Tourismus zur zweitwichtigsten Einkommensquelle. Bhutan heißt zwar Land der Drachen, aber natürlich gibt es dort keine richtigen Drachen. Der Drache steht sinnbildlich gesehen für Glück in Asien. Und ich denke mal, so kann man auch genau, wenn man zwischen die Zeilen liest, das Land übersetzen, also Land des Glücks.
Reisen in Bhutan sind derzeit nur mit gebuchten Touren und in Begleitung eines lizenzierten Führers möglich. Um Massen- oder Billigtourismus zu verhindern, ist nach dem Konzept High Value, Low Impact für jedes Arrangement ein Mindestpreis von 200 oder 250 US-Dollar pro Nacht vorgeschrieben. Zusätzlich wird eine Einreisegebühr von 40 US-Dollar erhoben. Also, eine Reise nach Bhutan lohnt sich auf jeden Fall. Aber da muss man auch erstmal ordentlich für sparen. Bhutan hat keine Autobahnen und es gibt nur wenige Straßen, die nur für sehr wenig Verkehr ausgelegt sind. Durch die gebirgige Landschaft gibt es auf vielen Straßen kaum gerade Strecken und so dauert es sehr lange, auf den entlegenen Dörfern des Landes in die Hauptstadt zu gelangen, teilweise mehrere Tage. Die Verbindungen zwischen den Dörfern werden im Rahmen des von Helvetas Swiss Intercooperation geförderten Suspension Bridge Program, also dem SBP, durch den Bau von Drahtseilhängebrücken verbessert. Supi! Zwischen 1978 und 2008 entstanden so insgesamt 452 Hängebrücken nach dem in Nepal verwendeten und für Bhutan weiterentwickelten Standarddesign. Im ganzen Land gilt Linksverkehr. Oft wird Thimphu als die einzige Hauptstadt der Welt ohne eine einzige Ampel bezeichnet, was allerdings auch auf Ngaro Mut zutrifft. Das ist eine andere Hauptstadt, hat aber nichts mit Bhutan zu tun, außer dass dort auch keine Ampeln existieren. An den Enden der Hauptstraße Norsin Lam durch Thimphu befinden sich zwei Kreisverkehre, an denen tagsüber Polizistinnen den Verkehr regeln. Fahrradfahren ist innerhalb von Paro und Thimphu nicht gestattet. Der einzige internationale Flughafen ist der Flughafen Paro, der im Paro-Tal liegt. Er wird von der nationalen Fluggesellschaft Drukair angeflogen. Die privaten Bhutan Airlines verbinden Paro mit Delhi, Kalkutta und Gaya, also Indien, sowie Kathmandu und Bangkok. Flüge nach Dakar, Yangon und Singapur sind für die Zukunft geplant. Die Hauptstadt Thimphu verfügt über einen Hubschrauberlandeplatz. Bei der Rangliste der Pressefreiheit 2017, welche von Reporter ohne Grenzen herausgegeben wird, belegte Bhutan Platz 84 von 180 Ländern. Bhutan hat erst 1999 das Fernsehen eingeführt und ist damit das letzte Land der Erde, in das dieses Medium Einzug gehalten hat. Das Fernsehen ist inhaltlich hauptsächlich der königlichen Familie sowie gesundheitlichen Themen gewidmet. Seit 2004 sind Mobiltelefone erlaubt. Ein 2007 installierter 10 kW Kurzwellensender des Bhutan Broadcasting Service, also dem BBS, steht in etwa 2660 Meter Höhe in Sagaing und sendet auf der Frequenz 6035 kHz im 49M-Band. Über das Internet ist BBS mit einem Livestream-Audio-Angebot vertreten. Der Buddhismus als Religion prägt wie nichts anderes die Kultur Bhutans. Die wichtigsten Feste sind religiöse Feste mit ihren farbenprächtigen Tempeltänzen. Die traditionelle Architektur als besonders sichtbarer Ausdruck der Kultur Bhutans ist bestimmt von der Religion. Alle Bauelemente
Proportionen, Farben und so weiter haben religiöse Bedeutung. Auch kulinarisch hat Bhutan einiges zu bieten. Nationalgericht ist Ema Dachi, also Käsechili, was aber auch gerne Ema Dachi genannt wird. Ein Eintopf, der in erster Linie aus milden grünen Chilischoten und Yak-Käse bereitet wird. Lecker, lecker, lecker. Dazu serviert man roten Reis, der ursprünglich nur in der Region angebaut wurde. Sportlich sind die Bhutaner natürlich auch. Sie spielen gerne Fußball und sind sogar in der FIFA vertreten. Außerdem wird gerne mit dem Bogen geschossen und an Olympischen Spielen nimmt Bhutan auch teil. Ja, das war's von mir jetzt hier aus dem Bhutan, und beim nächsten Mal, da geht's dann in der letzten Folge der ersten Staffel von Luzi bereist um das wohl isolierteste Land der Welt. Wir haben uns lange überlegt, sollen wir dahin reisen oder soll ich dahin reisen, aber ich habe mir gesagt, ja doch, dieses Land steht für Besonderheiten, die es nirgendwo anders gibt, und deswegen werde ich euch auch das nächste Mal davon berichten. Die Rede ist von Nordkorea. Bis dahin, habt eine gute Zeit und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich wünsche euch was. Tschüss. Ja, vielen Dank, Luzi. Nordkorea, das nenne ich mal eine Adresse. Ja, dann danke für diesen besonderen Ausflug nach Bhutan. Und mir bleibt jetzt nichts anderes mehr zu sagen als... bis bald, bis zur nächsten Folge, wenn es nach Nordkorea geht. Tschüss!